Bisher haben Freiwillige, natürlich nicht ausschließlich, aber viel eben sozusagen Missstände behoben. Also sie haben Probleme, die es gab, gelöst, weil die nicht anders gelöst werden konnten. Die neuen Freiwilligen, sie wollen eher mitreden. Sie wollen die Aufgaben selber gestalten und sie wollen nicht nur Missstände beheben, sondern sie wollen auch Freiräume entdecken. Ein gutes Beispiel sind städtische Brachen. Städtische Brachen bleiben nie leer. Sofort kommt jemand und baut etwas in dieser Brache. Baut irgendwie einen Container auf, stellt ein paar Schirme hin, verkauft vielleicht was zu trinken, was zum Teil auch profitorientiert ist, aber nicht nur. Und da muss man das muss man nicht ausschreiben. Das ist nicht etwas, wir suchen jemanden, der diese Brache bedient. Nein, die Leute machen das sehr gerne. Und auch zusammen etwas zu tun, wo nicht einfach jemand anderem hilft und der andere ein Opfer ist, dem geholfen wird, sondern wo man gemeinsam diese Freiräume erkundet. Wir haben es bei den Medien gesehen, es gibt nicht mehr den Sender und den Empfänger, sondern alle reden mit, alle empfangen auch gleichzeitig. Und so etwas ist auch was, was wir bei den Freiwilligen erwarten, wo nicht mehr jemand einfach sagt, so machen wir es, wer macht mit, sondern dass eher eine Diskussion stattfindet, was denn überhaupt getan werden soll, was denn überhaupt die Ziele sind, wer da mitmachen will. Und die Diskussion, die muss nicht unbedingt mal von den gleichen Leuten geführt werden, wie diejenigen, die es dann ausführen. Die es ausführen können, sagen, ah, das war ja eine spannende Idee, das setzen wir doch um, aber vielleicht in einem anderen Kontext. Das heißt, diese ganz klare Aufteilung zwischen Angebot und Nachfrage, zwischen Hilfe und Hilfeempfänger, zwischen Sender und Empfänger, die löst sich eher auf. Also eine Gesellschaft, die völlig ohne zivilgesellschaftliches Engagement auskommen müsste, glaube ich, wäre sehr kompliziert. Weil alles müsste auf dem Markt, also auf einem Markt geregelt werden und somit auch mit Verträgen. Und viele kleine Handlungen, die wir täglich machen, die werden eben nicht vertraglich geregelt, sondern einfach aufgrund von Vertrauen durchgeführt. Und wenn man das vertraglich regelt, dann fallen auch viele Dinge unter den Tisch, wenn sie nicht im Vertrag drin sind. In der Wirtschaft spricht man, oder in der Ökonomie spricht man von Externalitäten. Und genauso etwas Ähnliches stelle ich mir in so einer Gesellschaft vor. Es gibt viele Bereiche, wo die Freiwilligkeit zunimmt oder wo sie entscheidend ist. Also nehmen wir das Beispiel Internet. Das ganze Internet, das würde nicht funktionieren ohne Partizipation, ohne Teilnahme, ohne freiwillige Teilnahme der ganzen Mitglieder. Die ganzen Inhalte, die wir im Internet haben, die sind zum größten Teil von den Nutzern selber, die nicht Geld dafür kriegen, sondern die Videos hochladen auf YouTube, Tutorials machen, auf Wikipedia Inhalte beitragen oder sogar auf einem TripAdvisor oder Google ein Restaurant bewerten und da einen Text dazu schreiben. All diese Inhalte, die werden gar nicht mal als freiwilliges Engagement angesehen, weil die so natürlich stattfinden, weil die so einfach sind, weil die Zugänglichkeit da eben gegeben ist, wie sie oftmals jetzt in einem lokalen Gemeindekontext nicht mehr vorhanden ist, weil man nicht mehr so eingebunden ist.